Liebe Grüße aus der Messe in Fulda. Ich bin hier bei der Firma P-Box und da hat es ganz interessante Sachen für Wohnmobilisten, die vielleicht einen Kastenwagen haben oder eben irgendwas mitnehmen wollen, was im Wohnmobil selber nicht Platz hat. Guten Morgen mal dir. Du bist der? Michael. Herzlich willkommen. Der Michael. Du hast einen schönen Stand. Interessant, was man da sieht. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht bei einer Box, beim Kastenwagen, den wir hier haben. Du bist zuständig, dass Wohnmobilisten vieles mitnehmen und verstauen können und keine Gewichtsprobleme haben, oder? Bei den Gewichtsproblemen muss sicherlich der Wohnmobilist einen gewissen Anteil leisten, aber für den reinen Stauraum sind wir gerne verantwortlich, ja. Gut, nennen wir es Stauraum und nicht Gewicht. Und wenn wir da hinten jetzt nur mal dieses Tarnmobil, so nenne ich es mal, anschauen. Zwei Fahrräder, schön in einer Box eingeladen. Man kann es von beiden Seiten, glaube ich, öffnen. Die zweite Tür wäre tatsächlich eine Option. Ja. Die eine ist serienmäßig drin für die bessere Beladung. Die zweite kostet einen ganz schmalen Aufpreis. Die zweite Tür. Und ganz gut natürlich, wenn man es von hinten schon mal beladen kann oder wenigstens dazu sehen kann. Es müssen ja nicht zwingend Fahrräder sein, man kann alles Mögliche mitnehmen. Genau, also Fahrräder, teure Fahrräder oder sagen wir mal teures Freizeitequipment ist der Klassiker heutzutage. Das ist natürlich der Grundansatz, aber wir sehen auf der anderen Seite mal eine ganz neue Idee für all die Bulli-Fahrer, die, egal welchen tollen Ausbau sie auch haben, trotzdem immer irgendwie Chaos im Bus haben, wenn es dann auf eine längere Tour geht. Gut, das schauen wir noch später an. Jetzt mal bei diesem Fahrzeug, das ist ja in einem Kastenwagen. Kastenwagen haben hinten die Türen und die will man ja aufmachen können. Die Box blockiert ja das. Richtig. Üblicherweise ist das so. Dafür haben wir aber einen Partner gefunden, der einen ausziehbaren Plattformträger produziert, der heutzutage unser Montagepartner ist. Das ist die Firma Hartmut Fiedler in Bremerhaven, mit denen wir da sehr eng zusammenarbeiten. Das können wir uns gerne anschauen, wie das funktioniert. Also wieder eine tolle Idee für uns Wohnmobilisten. Wir sehen hier zwei Schienen. Wie funktioniert das genau? Wir sehen zwei Schienen. Die Halteholme laufen auf einem Kugellager und werden im Fahrbetrieb einfach unter das Fahrzeug verschoben. Werden einmal mit einem Sicherungssplint gesichert und werden mit dem Schnellverschluss zusätzlich abgesichert. Und dann fährt die Box direkt am Kastenwagen. Hat natürlich den Vorteil, erstens ist das Fahrverhalten so wenig wie möglich eingeschränkt. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist, sehr, sehr viele von uns sind ja mit einem Fahrradträger und zusätzlichen Fahrrädern sowieso schon unterwegs. Das heißt, die Länge des Fahrzeugs ändert sich dann nur unwesentlich. Ich kann gerne die Türen öffnen. Bei dem 6,36 Meter Ducato oder bei dem Sprinter mit dem langen Radstand reicht die Holmlänge auch aus, um die Türen komplett zu öffnen. Gut, das ist schon mal viel wert. Rein theoretisch könnte man die Tür noch mehr öffnen. Man kann sie natürlich umklappen. Das ist eine Option des Fahrzeugs natürlich. Das ist nicht bei jedem Fahrzeug gegeben. Da kann ich aber nichts für. Ja. Gut, und man schiebt die ganze Box einfach hinein? Man schiebt die ganze Box einfach rein. Man muss kurz abstoppen, um noch dazwischen zu kommen und den Strom anzuschließen. Aber ansonsten bleiben 12 cm Luft zwischen dem Fahrzeug und der Box. Und beim 6 Meter Fahrzeug? Öffnet die Tür noch zwischen 60% und 75%. Also man kommt sicherlich dazwischen und kommt auch ran. Komfortabel Gasflaschen wechseln ist es dann sicherlich nicht mehr. So ehrlich müssen wir auch sein. Ja. Jetzt das Fahrzeug selber hat etwas Spezielles von euch? Jetzt dieser? Das ist ein ganz klassischer 3,5 Tonnen Ducato. Rein fürs Fahrverhalten ist eine Luftfederung verbaut, die nicht zwingend notwendig wäre. Also das Gewicht, was hier dran hängt mit den E-Bikes, darf auch tatsächlich so sein. Auf dem Weg hierher erneut überprüft. Ja. Das klappt, aber das sind natürlich auch Anwendungsthemen der jeweiligen Mobilisten. Da können wir jetzt nur am Rande was für. Ja, wir sind zu zweit, wir haben einen Hund am Start. Das geht. Aber wenn man dann mit 3 oder 4 Personen arbeitet, dann müsste man sicherlich eine Modifizierung am Fahrzeug vornehmen. So ehrlich will ich auch sein. Jetzt die Box selber, wie viel darf man da aufladen? Die Box darf 150 Kilo tragen. Und in dem Fall ist es so, dass es der Träger auch darf. Die Träger gibt es zwischen 130 Kilo belastbar bis zu 200 Kilo. 200 Kilo ist dann ein klassischer Motorradträger. Gut, also man kann sich da schon viele Sachen mitnehmen.
ich würde sagen, richtig unkompliziert. Und wenn man es nicht braucht, ist das schwer abzumontieren? Schwer ist ein gutes Wort an der Stelle. Es ist mechanisch sehr einfach, ja. Nämlich den Sicherungssplint entriegeln und man zieht einfach nach hinten weg. Das löst sich sehr schnell. Man muss sich des Gewichtes, was dann in der Luft hängt, bewusst sein. Also in unserem Fall ist es so, wir legen einen Palettenstapel unter und da fällt das, oder dann legen wir das darauf. Genau. Unsere Kunden haben alle irgendwie, sie kennen einen Schreiner, sie kennen einen Schlosser, es wird irgendein Unterbau gebaut, den man dann unterschieben kann beim Rausziehen, damit man das nicht heben muss eben. Gut, also da muss man es nicht zwingend mitnehmen. Ist eine tolle Lösung. Das wäre jetzt mal Lösung Nummer 1. Dann haben wir Lösung Nummer 2. Das ist dann auf Rädern, was ich gesehen habe. Richtig. Das ist ein zugekauftes Produkt. Das ist der Savico Wheelie, ganz normal fast von der Stange. Die Haltebügel werden für uns verändert, damit man die Box an die Haltestangen anschrauben kann. Das ist jetzt ein Modell, da ist die Idee verbaut für die Bullifahrerinnen, Bullifahrer, einen Mehrwert zu bieten, ein bisschen mehr Komfort zu bieten, einfach den Schritt vom Daily Driver hin zum Urlaubsmobil ein bisschen einfacher zu machen, eine Box zu haben, die vorbereitet bereitstehen kann, die dann tatsächlich für das Freizeitvergnügen nur angehängt werden muss und dann kann das mal losgehen. Rein theoretisch könnte man es als Außenküche nehmen und so wie ihr das hier gestaltet habt, kann man mit einem kleinen Vordach auch draußen sitzen. Es hat eine 100er Zulassung, das ist für viele auch interessant. Und jetzt schauen wir das mal vorne an, wie das zusammengekuppelt wird. Oder wir können auch hier noch auf der Seite. Wo wir schon mal vorbeikommen, würde ich gerne unseren Kleiderschrank noch zeigen wollen. Sehr raffiniert. Ja. Man kann ja da, ich sehe, da ist wie ein Holzmodul ist da das drin. Das ist ein klassisches Holzmöbel, perforiert, also gelocht, nur aus Gewichtsgründen. Also das hat jetzt keine besondere Bewandtnis, hat den angenehmen Nebeneffekt, dass ich manche Dinge über die Hölzer mit Spanngurten einfach verbinden kann, damit es nicht verrutscht. Gestern hatten wir das Thema Notstromaggregat, das sollte man dann schon sichern dem Gewicht. Aber das ist jetzt rein ein Gewichtsthema, damit das Möbelmodul nicht zu schwer wird. Vorher hatten wir es beim Gewicht beim anderen Kasten. Wie ist es denn hier? Hier haben wir einen Hänger. Hier können wir wahrscheinlich richtig Gewicht mitnehmen, wenn es sein muss. Der Hänger hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 750 Kilo, Leergewicht 250 Kilo. In dem Fall gehen jetzt für die Box an sich 60 Kilo weg, für die GFK-Box. Und noch für das Möbelmodul, so wie er hier steht, hat er noch eine Zuladung von 350 Kilo. Unsere Anhänger sind immer mit der 100er Zulassung und die kommen auch immer gebremst und mit abschließbarer Deichsel. Weil das ist eine Ausstattung, wo ich finde, das ist die in das Konzept passt. Dann ist es komplett. Und Fahrräder wollen wir immer mitnehmen. Und wenn wir da genau mal hinschauen, kann man an der Stirnwand, hier sehen wir Schienen für zwei Räder, man könnte natürlich auch vier mitnehmen, weil der Abstand zum Fahrzeug durch den Deichsel lässt das ja ohne Probleme zu. Also das ist nachher nur ein Thema des Radius, ne? Also bei der Reise in die Alpen würde ich bei zwei Fahrrädern bleiben und würde auf die vier verzichten. Wenn es geradeaus geht, dann kann man das schon machen. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Der Hänger ist vorbereitet, der Träger auch. Der Rest ist individuelle Entscheidung des Kunden. Jetzt bin ich auf dem Campingplatz und möchte kurz zum Einkaufen gehen. Dann nehme ich ja den Hänger nicht mit. Dann habe ich die Möglichkeit, den mit den Stützen abzuhängen und dann hinstellen, oder? Genau, wir haben einmal das Stützrad. Oder natürlich auch das Stützrad. Das ist immer bei uns inklusive, das ist keine Option, die liefern wir immer so mit. Und wir haben, da müssen wir nochmal nach hinten, Abstützpunkte auf der Rückseite, um das mögliche Kippen nach hinten zu verhindern. Das sind einfach ganz normale Kantrohre, die eben ausgestellt werden, damit das Fahrzeug sicher steht. Mhm. Jetzt hat er auf der anderen Seite ebenfalls noch Möglichkeiten, irgendwas zu verstauen. Schauen wir da mal. Wir sehen, das Interesse ist groß bei deinen Produkten. Ah, die Toilette könnte man mitnehmen. Die Nasszelle sozusagen. Jetzt sagt sich so, aber natürlich muss die Toilette, egal ob Trenntoilette oder Chemietoilette, die muss irgendwo hin, die sind alle nicht besonders schön. Dafür ist das gedacht. Wir haben jetzt in der unteren Kiste ist das Vorzelt verstaut für unser Dachzelt. Aha.
Die Fächer taugen aber auch für Wasserkanister, was auch immer. Das komplette Modul ist vorbereitet für die Standardabmessung der Euroboxen. So ist die Planung gewesen. Die Seitenteile sind alle perforiert. Das heißt, die Einlegeböden sind in der Höhe variabel. Maximale Flexibilität für den Nutzer. Und da hinten sieht man noch, man könnte rein theoretisch auch noch etwas anderes. Man kann noch andere Sachen lagern. Genau. Oder weiß ich was vielleicht. Ja. Festbinden, nur als Beispiel. Richtig, also die Airline-Schiene ist standardmäßig in unseren Boxen verbaut. Hierzu kann ich nur sagen, dass die beiden Boxen sind unsere kleinsten aus dem Programm. Beide gibt es noch mit 1,60er Höhe. Und dann sind wir eher in dem Bereich, wo man dann auch mal einen Roller mitnehmen kann. Wenn denn das Gefährt durch die Türöffnung von 72 cm Breite passt. Dann natürlich das Raffinierte. Man hat einen Tisch hier. Ausziehtisch, ganz einfach zusammenklappbar. Du hast es dekoriert, du musst das nicht zeigen. Wir können uns das sehr gut vorstellen. Okay. Und halt eben ideal die Ablagemöglichkeiten, die wir hier haben. Und du hast das Wort Dachzelt gesagt. Habt ihr auch Dachzelte? Wir haben eine Kooperation im Bereich Dachzelte, die wir hier eigentlich gar nicht zeigen wollten. Das erkennt man durchaus, wenn man sieht, dass das Dachzelt über unsere Standfläche hinausragt. Aber die Nachfrage ist so riesengroß, dass wir es dann doch ausgepackt haben. Wenn du magst, gehen wir gerne. Ja klar, interessiert uns. Dann holen wir mal schnell die Leiter. Ah, da geht's. Arretieren die Leiter entsprechend. Und dann fühl dich bitte frei. Gut, das gilt dann natürlich auch als Stütze des Zeltes. Ohne dem wird es natürlich da ein bisschen krachen. Ich versuche jetzt da mal rauf zu gehen. Und da hat man natürlich dann Aussicht. Wir haben Vorhang oder wie oder was? Netz, jetzt haben wir das richtige Wort. Und das ist auch in einer kurzer Zeit zusammengeklappt, gell? Der Aufbau und der Abbau, also wenn man sich gemütlich macht, ist man in 10 Minuten fertig, ja. Zusammenklappen, das ist sehr einfach. Ich zeige es mal beispielhaft. Natürlich müsste der Bügel vorher raus, aber ansonsten ist es nur mit der Leiter den Deckel aufklappen, oben rüberlegen, dann kommt die Haube drauf und dann war es das auch schon. Je besser man verpackt, also je weniger Falten das Dach hat, umso angenehmer wird das Fahren nachher, weil jede Falte macht auch Windgeräusche. Also ein bisschen Mühe darf man sich geben beim Zusammenpacken, aber es ist wirklich sehr einfach zu machen. Man braucht natürlich beim Fahrzeug schon gewisse Schienen, also eine Grundausstattung, um das festmontieren zu können. Aber das haben die Bullifahrer meistens schon irgendwas. Genau, die Bullifahrer sind da deutlich am Start. Viel spannender wird es bei ganz den vielen Pkw-Fahrern, die auch mit Dachzelt unterwegs sind. Ja. Wir haben auch hier das größte Zelt aus der Produktpalette des Lieferanten. 1,60 m x 2,40 m Liegefläche und mit einem Gewicht von 65 Kilo. Also muss der Kunde wissen, Dachzelt wiegt 65 Kilo, es braucht ein Trägersystem zwischen 10, 12, 15 Kilo und das muss die Dachlast des Fahrzeugs hergeben, ansonsten kommt es nicht zu dem Spaß mit dem Dachzelt. Ja. Dachzelte sind ja enorm aufgekommen, ich sage jetzt innerhalb 5 Jahren ist das enorm aufgekommen. Angefangen hat das mit dem Dachzeltnomaden, dem Tilo. Tilo war irgendwie der Vorreiter und viele haben das dann gesehen und eben abgeguckt. Ja, das ist wohl so. Da hatte mal jemand eine gute Idee und transportierte auch den Lifestyle. Ne? Das war genau. Der Unterschied zu den Dachzeltnomaden. Das war ja der gezeigt hat, wie schön das sein kann. Und das hat sich innerhalb von kürzester Zeit sehr intensiv entwickelt. Das ist total korrekt, ja. Also du hast hier tolle Sachen, also so ein Anhänger hat schon was, vor allem eben, wenn man Gewichtsprobleme beim Fahrzeug hat und trotzdem viel mitnehmen will, dann ist das schon eine ideale Lösung. Jetzt, wenn er Interesse hat oder irgendjemand, wo soll er sich melden? Uns über Instagram anschreiben bei MFI Camperlife, www.mfi-camperlife.de ist die Webseite, also uns kann man schon finden.
Gut, jetzt Messe in Fulda. Ich habe gesehen, die Leute, 10 Uhr ging es los, es standen schon viele bei dir. Ich musste warten, bis ich auch mal was fragen durfte. Entschuldigung dafür. Nein, musst du dich nicht entschuldigen. Nein, es ist schön, wenn ja der Stand besucht wird. Keine Frage. Also, euch noch Gutes gelingen. Vielen Dank. Und wir sehen uns immer wieder. Also, dir schön. Einen schönen Tag und eine schöne Messe. Tschüss, tschüss. Ciao. Danke. Ciao.